Mir wurde übrigens im YouTube eine Predigt herausgenommen, weggenommen. Es sei Hass oder gegen die Religionen. Ich bin nicht Bischof der katholischen, der reformierten, der protestantischen, der Moslems, der Hindus und ich bin nur das Werkzeug Jesu Christi. Und folglich werde ich das predigen, was Christus predigt. Bitte, ich schaue jetzt da in den Apparat da hinein. Wenn ihr mich töten wollt, dann macht ihr mir eine große Freude. Dann bin ich sicher, dass ich in den Himmel komme. Schlussendlich bin auch ich nur ein Mensch. Hat nicht, ich sag's wieder, weiß nicht, ob ich es wiederhole, hat nicht der Heiland eigentlich gesagt, den Aposteln gegeben, doch, taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Glaubt ihr tatsächlich, das, was man in der Heiligen Schrift sieht, das Alte Testament ist so und die Neue Testament ist so, glaubt ihr tatsächlich, dass der Heiland in den 3 Jahren mit dem Apostel nur so viel geredet hat? Johannes sagt sogar, die Bücher können es nicht fassen. Und wenn ich halt als Werkzeug Gottes und als einer, der zweimal entrückt war von Gott und mir halt das gesagt wurde, vieles, dann steht es euch frei, ob ihr glaubt oder nicht glaubt. Aber das sagt nicht, das steht nicht darin, das ist nichts. Heiland hat er gesagt, ich hätte noch vieles zu sagen, aber ich würde das noch nicht begreifen, weil ich nur im jüdischen Sinne sind. Und er sagte, jemand sagte mir, ich soll nicht immer Bergoglio sagen, sondern er ist Papst. Ich weiß es aber besser, dass es nicht ist. Ich muss rechnen, dass er mehr weiß als der, wo mich da kritisiert. Oder warst du auch schon oben? Oder vor der Dreifaltigkeit? Soll ich etwas akzeptieren, eine Religion akzeptieren, die nicht entspricht, was der Heiland gelehrt hat? Oder soll ich jemand akzeptieren, der Jesus nicht akzeptiert? Soll es tatsächlich sein, dass ich Hass predige? Doch jedes Wochenende, beinahe jedes Wochenende, immer wieder Leute kommen, die total von Gott weg waren oder in der tiefsten Sünde sind und ich sie mit Freude annehme? Skeptisch, traurig. Weinend manchmal herkommen und freudestrahlend wieder gehen. Hoffe nicht, weil sie jetzt gehen dürfen. Wisst ihr, dass es eine unglaubliche Christenverfolgung gibt? Jetzt, heute, derzeit, geht nach Syrien überall und gerade dort, wo die Ur-Ur-Christen sind noch. Die werden ausgetilgt, ausgefegt. Da müsste ja vom Vatikan etwas kommen. Nein, man geht nach China
Und dann Untergrundkirchen, die Märtyrkirche, die Untergrundkirche, wird die Bischöfe werden der Macht entzogen und den Bischöfen ich sage halt nochmal Bergoglio, für mich ist er nicht Papst, das ist eine abgekartete Sache gewesen von den Freimaurern. China hat die Untergrundkirche verworfen und hat Bischöfe nach ihrem Geschmack, kommunistische Regierung, die ihnen lieb sind, die hat jetzt Bergoglio, also zusammen mit dem Papst, akzeptiert. Und die anderen sollen zurücktreten. Das ist doch Wahnsinn. Jetzt heißt er wieder Hassding. Nee, ich sage nur Tatsachen. Wer gegen mich ist, ist gegen Gott. Gegen Jesus. Das darf ich frank und frei sagen.